Baumeister Mario schreitet mal wieder zur Tat in Mario Maker 2. Wir machen weiter mit Level 40. Buhu, Ringelreigen. Ein Anblick, den ich erst auf einem fernen Stern sah. Buhu, Ringe, überall, groß und klein, langsam und schnell. Oder habe ich das nur geträumt? Egal, ich habe es für dich möglichst originalgetreu nachgebaut. Todesmutiger Forscher. Okay. Auch interessant, Level zu bauen. Angelehnt an seinen Träumen. Sehr interessant auf jeden Fall. Was hat er denn so geträumt? Oh Gott. Das hat er, denke ich, nicht geträumt, dass ich da sofort sterbe, aber... Vielleicht träume ich das ja. Was? Hä, was soll ich denn machen? Soll ich warten, bis die weggehen? Jetzt kriege ich wetten schon direkt Luigi. Hey, ich will spielen. Ja, war klar. Okay, warten wir. Jetzt. Okay, es ist so ein Level. Ja. Jetzt habe ich nur noch zwei Leben. Okay, ich weiß, was für ein Level das ist. Im Buhu-Kreis bleiben. Oder einfach entkommen. Einfach ausweichen. Das können wir auch machen. Ich glaube, das mache ich sogar. Obwohl, bleiben wir hier da drin. Ja, hier wäre es jetzt vom Vorteil gewesen, hier drin zu bleiben. So, erstes Dackeln haben wir. Oh Gott. Dass das noch geklappt hat. Oh nein, die kommt zurück. Ah! Okay. Was kommt da raus? Münzen. Ja, komm her, komm, mach weiter. Nice, danke, Mann. Nice. Sie brauchen nämlich dringend Münzen. Oh Gott. Ich sollte mir vielleicht einen Filz holen, oder? Oh, die verkleinern sich und vergrößern sich. Oh Gott, das sind ekelhafte. Alles knapp. Okay, Checkpoint. Egal, ich habe einen Checkpoint. Alles gut. So. Ich muss mich immer nach einer Yoshi-Aufnahme-Session immer an Mario Maker-Sessions gewöhnen, weil da muss ich ja nur 20 Minuten statt 30 Minuten aufnehmen. Habe ich mir so einfach so eingeredet, ja. Goddammit. Was? Die können runterfliegen und dann sich so auf... Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist auch ganz cool. I guess. Vielleicht kann man damit auch noch irgendein Level bauen. Ich baue ja persönlich auch Level. Ihr könnt die gerne spielen. Meine Baumeister-ID ist... ist hier in der Beschreibung. Falls nicht, gucke ich mal, dass ich die in Folge der nächsten Folgen reinpacke. So. Nice. Level hat mir gefallen. War sehr kurz und bin ich unkreativ, aber... Hey. Mir hat das Level auch nicht gefallen, wirklich gerade, weil ich wollte nur die Münzen. Deshalb bin ich gerade glücklich, weil ich jetzt endlich genug Münzen habe, um das Dach zu bauen vom Schloss. Hauptgebäude heißt es, aber für mich ist es immer noch das ganz normale Schloss. Oh, 5 Level, okay. Dum, dum, dum. Yeah! Weiter geht's. Wie viele Level gibt es insgesamt? Ich vermute persönlich, es gibt irgendwie 100. Ich meine, schau euch das an. Ich vermute, es gibt insgesamt 100 Level, die wir da alle machen müssen. Werden wir auch alle machen. Nur so, by the way. Okay, das ist nur ein Stern. Wuchender Wildwuchs. Wildwuchs. Ach, Jüngelchen, ich habe den Fehler gemacht, Kriechpiranhas in meinem Garten zu pflanzen. Jetzt überwuchern sie alles andere. Wer wagt sich in die Unterwelt und rottet das garstige Grünzeug wieder aus? Die Gärtnerin hat mir dieses Level geschickt und... Ich glaube nicht, dass das ein Fehler war von ihr. Ich glaube, sie war das... Hat das extra gemacht. Extra? Ja. Hui, ja. Lol. Ich dachte, ich stirb sofort, aber naja, egal. Es ist 3D World. What? Okay. Ich habe einmal ein 3D World Level gebaut und ich bereue das, weil das 3D World Level, was ich gebaut habe, das fand ich persönlich, oder finde ich jetzt mittlerweile nicht mehr so nice. Weiß nicht, mir gefällt es einfach jetzt nicht mehr. Ich würde es gerne neu bauen, aber dann ist die Reihenfolge, weil ich mache ja wie 1, 2, 1, 3, 1, 4 und so, weiß ich. Weißt du? Und, oder wisst ihr, ich rede mit euch, meinen Zuschauern, ich rede nicht nur mit einer Person. Na egal, da kommt auf an, wie viele Leute das gucken, aber das ist jetzt nur am Rande. Ja, das wäre dann seltsam, würde ich, das ist ja 1, 3 bei mir, würde ich auf einmal so 1, 1, 1, 2, 1, 4, 5, 6 und so, denkst du so, hä, wo ist 1, 3? Und dann auf einmal irgendwann bei...
weil ich mich dazu entscheide. Und dann irgendwo zwischendrin wie war 1-3. Das ist seltsam. Ja. Und das war dumm. Aber was? Als ob ich gestorben bin. Als ob ich gestorben bin. No. Oh nein. Ah, es gab auch einen Checkpoint. Aber das ärgert mich jetzt schon sehr. Dass ich einfach so dumm gestorben bin. Aber ich muss ehrlich sagen, 3D World hat eine sehr seltsame Steuerung, wenn ich das mal so anmerken darf. Also, man kann noch nicht mal... Man kann noch nicht mal, spin. Du kannst nicht spin, diesem... das wollte ich nicht. Das war jetzt meine Schuld tatsächlich. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Tut mir leid. Oh yeah! Nein, Luigi, du. Jetzt mal deine Klappe. Wir wollen nicht mit dir spielen. Wir hätten es eigentlich schon geschafft, aber... Oh, man kann ja Luft, so einen Sprung machen. So einen Wirbelsprung. Aber der bringt mir auch nichts. Das ist auch nicht wie ein Spin. Gut, man konnte es im Video aber auch nicht machen, aber ich weiß nicht. Ich finde die Moves hier in dem Teil... Ich meine, natürlich sind sie originalgetreu zu dem Spiel, von wo die herkommen. Aber ich finde sie trotzdem etwas seltsam. Vor allem bei so einem 2D-Plattformer, wo man immer aufpassen muss und was auch immer, ne? Ihr wisst, was ich meine damit. Aber alles in allem mag ich den Stil. Alles in allem, natürlich nur. Es gibt viele Dinge, die diesen Stil nicht gut machen. Und diesem Stil allgemein nicht gut ist. So, ich hatte jetzt keinen Bock, jetzt nochmal zu sterben, deshalb habe ich einfach geskippt. Hab es geriskt, dass ich keine vielen Münzen bekomme. Egal, ich kriege ja jetzt eh. Wunderschöne 100 Münzen. Ich glaube, ich brauche 1000 für die anderen Seiten hier. 72%. So, und ich glaube, wenn da oben 100% steht, geht das Spiel trotzdem noch weiter. Was ich blöd finde. Weil 100% ist 100%. Außer dann macht es wie bei Donkey Kong, das sind 201% oder so. Das ist dann noch okay. Ne, keine Ahnung. Schutzengel Schlangenblock. Unsere neue Unterwasser-Schlangenblock-Forschungsanlage hat eröffnet. Hier erforschen wir ganz neue Ersatzgebiete für den guten alten Schlangenblock. Schließ dich uns an und erlebe Schlangenblock. Wissenschaft hautnah vom Schlangenblock. Freundin. Schlangenblock. Seit wann ist ein Schlangenblock ein Schutzengel? Normalerweise ist es eigentlich... Na, ich würde nicht sagen Hindernis, aber... Auf jeden Fall nichts, was dich schützt. Ich kann nicht spinnen unter Wasser, merke ich gerade. Wusste ich noch nie. Das macht Sinn. Weiß nicht, warum ich es gerade ausprobiert habe. Hey! Oh, das ist gemein. Okay, ich verstehe, was die mit Schutzengel meinen, aber ich würde dem immer noch nicht... Ich würde immer noch nicht sagen, dass das unbedingt stimmt. LOL! Man kann die verschieben! LOL! Der Trump ist jetzt einfach verschoben. Das habe ich auch noch nie gesehen. Krass. Also das ist jetzt echt krass für mich so. Oh Gott, nein, 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 yes! Boing! Nochmal mal. Oh verdammt, das wollte ich nicht. Na egal. Ich hab einen Pilz. Das ist mir wert gewesen. Das ist Custom Scrolling, merke ich gerade. Ich mag Custom Scrolling. Ich brauche keinen Schutzengel. Ich komme einfach so hoch. Finde ich jetzt nicht so toll gemacht, dass man einfach so hoch kann. Ohne dass man irgendwie in Gefahr ist. Also natürlich ist es gut, dass man einfach so hoch kann, aber ich meine, man sollte es auch so machen, dass man irgendwie nicht getroffen wird, aber dass du halt kurz vorm Treffen werden tun bist, dass halt knapp wirkt, ja. Wie auch immer. Finde ich einfach, ja. Ich finde einfach, das hätte man so machen müssen. So, ich will einmal noch mal kurz nachprüfen, weil ich habe die ganze Zeit dieses Luigi im Hintergrund, in meinem Kopf. Dass ich nicht irgendwo vielleicht eine Luigi-Mission. Oh Gott, ich habe irgendwo. Nee? Ich dachte gleich, ich hätte eine Luigi-Flagge gesehen. Aber wie man sieht, habe ich nirgendwo eine Luigi-Flagge. Also sollte ich eigentlich am Ende des Spiels das Mario-Outfit bekommen. Wenn man nämlich das ganze Spiel nur mit Mario spielt und nicht mit Luigis Hilfe, dann kriegt man ein Mario-Outfit. So, und ich glaube, ich habe auch die meisten Outfits schon von diesem. Obwohl? Ich glaube, es ist sogar nur die Hälfte. Na egal.
Machen wir weiter mit ich und meine Laterne. Ziemlich dunkel in diesem Keller, nicht wahr? Ich hatte nicht viele Lichter zur Verfügung, aber als erfahrener Zimmermann habe ich das Beste draus gemacht. Trotzdem solltest du vorsichtig sein. Wenn du das Ziel erreichst, gebe ich dir etwas von meinem Lohn ab, erfahrener Zimmermann. Ich und meine Laterne. Und meine Laterne mit mir. Ah, St. Martin, super. Wer von euch mochte eigentlich St. Martin? Ich mochte es da eigentlich. Aber das Einzige, was ich daran mochte, ist, von dem Fake St. Martin Süßigkeiten zu bekommen. Und... Wow! Und eine Laterne zu basteln. Aber jetzt so rausgehen ins... Oh, man kann ja einfach den Peacewitch benutzen. Sollte man das machen? Ich denke nicht, oder? Das ist nicht so gut gemacht, dass man den Peacewitch da bekommen kann. Aber ich meine, gut. Was soll man da ändern? Ne? Okay, der Peacewitch immer nach vorne. Okay, ich passe mal wieder nicht mehr auf. Ja, also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ah, St. Martin, ne? Also jetzt meine ich halt so, wie fand ihr es als Kind? Ich denke jetzt nicht, dass das irgendjemand jetzt mittlerweile immer noch als älterer mag. Also ich mag's zumindest nicht mehr. Und ich werde es auch nicht mehr machen. Und da kommt einer runter! Okay, das Level ist etwas gemein. Finde ich. Aber vielleicht liegt es einfach nur an dem Licht. Aber was ist, wenn man den Peacewitch verkackt? Dann muss man das ganze Level nochmal neu machen. Hätte man vielleicht eine Sicherung mitmachen. So, obwohl, ja gut, es ist eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Es gibt immer diese ein, zwei Idioten, die es immer noch nicht in der rechtzeitigen Zeit... Was? Schaffen. Dann. Zack, okay. Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing, boing. Wie aktiviert er die Powerblöcke? Und wie komme ich hier weiter? Habe ich irgendwas verpasst? Oh. Ja, ich habe was verpasst gehabt. Okay, wie komme ich da hoch? Wow, knapp. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Man könnte theoretisch diesen Powerblock da benutzen, oder? Nein! Oh, das ist richtig gemein. Das ist... Oh, ich würde nicht sagen, das ist ein Kreiselblock, weil der hilft mir ja, dass ich was sehe. Aber... Oh, das ist trotzdem gemein. Oh yeah. Bist du zweimal gestorben? Wo bin ich denn? Ach so, ja, stimmt. Ja. I remember. I remember. Du, 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 du. September. Du, 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 du. Sollen wir nicht Speedrun hier? Ich hab keinen Bock zu warten. Skrr! Skrr! Skrr, skrr! Skrr! Wow. Okay, wie ich an die 50er rankomme, das weiß ich echt nicht. Da fällt mir nichts zu ein. Ihr müsst eigentlich nur ein unsichtbarer Block sein oder so, aber... Wisst ihr nicht. Das ist für mich tatsächlich schon fast ein Blindjump. Weil ich... Ist ja blind... Ich bin blind und sehe da die Blöcke nicht. Weißt du, was ich meine? Wie hätte ich die Münzen sehen? Wie hätte ich die Blöcke sehen sollen? Ach, keine Ahnung. Ich finde solche Level allgemein einfach schwer. Und das fand ich auch schon wenig blind, so. Muss man auf den warten? Sieht man mit dem alle? Nee, seht ihr, dieser Block hier, dieser hier, ist einfach blind. Finde ich nicht nice. Hätte ein Stück weiter runter sein müssen. Okay, was kommt jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Hallo? Ich habe irgendwo verpasst. Ich habe irgendwo einen On-Off-Switch verpasst. Hier. Und hier war ein... Oh, okay, das ist aber nett. Auch wenn das fies gelegt war, denke ich mal. Sag ich mal. Nice. Okay, nur drei Münzen, aber immerhin. Gut. Ich weiß, es ist gerade ein wenig seltsam. Was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass mein Audio etwas anders klingen kann.
weil ich gerade eine andere Position mit dem Mikro habe. Wenn das schlimm ist, dann gucke ich mal, dass ich was ändere. Aber ich denke mal, das ist so okay, weil das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist nicht, dass ich in der Mitte des Raumes stehe, sondern ich stehe direkt neben meinem Monitor mit dem Bildschirm. Wildes Wolkengip ist auch eigentlich auch egal. Wer möchte sich zu meiner persönlichen Ergötzung diesem Level stellen? Es ist ganz einfach. 3 von 4 Sternen. Man muss nur 45 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Ach ja, dabei hüpft man unkontrolliert herum und wird von Kugelbillys beschossen. Launischer Geldsack. Naja, ich meine, ich das Geld bekomme. Dafür, dass ich mein Leben aufs Spiel setze. Ne? Mindestens 40 Münzen. Okay, nicht alle. Cool. Was ich von den Level halten soll, ich sammle alle Münzen, bevor die Zeit abläuft oder was auch immer. Und da habe ich noch 5 Sekunden verschwendet, um ins eigentliche Level zu kommen. Ja gut, das ist jetzt ehrlich kein schweres Level. Das Einzige, was du machst, ist 1, 2, auf den richtig landen. Okay, ein wenig schwer ist es. Hütte, er hat mich doch nicht getroffen. Ach, diese Hitboxen in Mario Maker 2 sind einfach seltsam. Ihr kennt das alle. Alle, die Mario Maker spielen, die wissen, dass die Hitbox seltsam ist. Was ich sagen will, ist, das Level ist nicht schwer. Ist noch wieder so ein ganz kurzes, ja, hier, guck mal, das ist noch eine coole Idee. Mach mal so ein Level. Weißt du, so ein Level. Oh. Da war jetzt die oben diese Punktzahl im Weg. Das konnte ich jetzt nicht riechen. Hör mal zu, Brüderchen, willst du nicht vielleicht ein wenig Hilfe von mir? Nein, Luigi, will ich nicht. Ich will einfach nur nach oben. Zack. So wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen. Wow, das hat noch irgendwie geklappt. Okay, das ist etwas schwer. Wieso denn? Ach. Wisst ihr was, ich werde einfach gleich wenig campen und wenig Münzen farmen, weil der eine, der schießt ja, glaube ich, Münzen. Und dann kann ich da ein paar Münzen farmen. Ich könnte doch einfach warten, bis er mir genug Münzen weg her schießt, ne? Da hat mir doch irgendeiner, ja, da oben, der schießt mir Münzen. Lol. Okay, das Trampolin ist wichtig. Mit dem komme ich eigentlich an allem dran. Würde ich mal so sagen. So, aufpassen. Es ist ein nicht unbedingt leichtes Level, das gebe ich zu. Es ist nicht leicht, aber es ist nicht schwer. Okay, das war knapp. Dann nicht. Ein wenig bevor ich sagen. Jetzt reicht mir aber. Jetzt bin ich aber echt aggressiv. Es ist mein letztes Leben. Und Luigi kann ich nicht mehr benutzen, anscheinend. Weil sonst ist das Luigi-Flagge. Am Anfang durfte ich mal so ein Bild von dem ausleihen, aber jetzt ist das. Ist das Betrug? Das ist Cheaten. Okay, das. Finde ich jetzt nicht fair, wollte ich sagen. Wow, wow, wie habe ich den noch bekommen? Jetzt habe ich alle Münzen verloren. Ich mag das Level nicht. Die Idee, ne? Cool. Kann man bestimmt was Cooles umsetzen, aber ne. Ich gehe mal auf Aufgeben. Was passiert dann? Verliere ich Münzen oder? Weil ich will jetzt sicher gehen, dass ich keine Luigi-Flagge dadurch bekomme. Okay, 200 Münzen bekomme ich. Das ist wahrscheinlich auch das letzte Level, was wir in dieser Folge machen, weil es dauert ein wenig. Weil ich einfach inkompetent bin. Oh, mich nervt, dass da unten dieses Elemente die ganze Zeit steht. Das ist in meinen Thumbnails vor allem, bin ich nervig, weil dann die Nummerzahl genau dort ist und dann sieht man das manchmal nicht so richtig gut. In manchen Parts ist die Nummerzahl nämlich nicht ganz einfach zu erkennen. Oh Gott. So einer. Cool. So einer. Bam. Was? Nein. Das wollte ich nicht. Aber es reicht schon. Egal. Komm. Egal. Es reicht schon. Ich muss nicht alle Starcoins sammeln. Oder alle Münzen. Alle Riesenmünzen. Was auch immer der Name ist. Ich nenne immer Starcoins, weil ich immer 3 von denen in mein Level packe. Naja, geil. Gut, bin ich Cash. Reicht das schon für so ein Ding an der Seite? Gut, in der nächsten Folge, wenn wir das Dach auf jeden Fall fertig gebaut haben. 77% des Spiels haben wir. Vielleicht sogar mehr jetzt. Jetzt, wo ich den Westflügel, von Westflügel den Dach fertig baue. Das Dach fertig baue. So heißt das. Bam. Wie lange dauert das? Nur 4?
Okay, kriege ich nicht dazu. Okay. Haut rein, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und yeah, viel Spaß noch, schönen Tag noch und ciao.